Sag es, du hast dich langfristig an den SSV Jahn gebunden, hast verlängert bis 2021. Warum? Ja, weil es mir sehr gut gefällt. Meine Freundin und ich fühlen uns in Regensburg richtig wohl. Und ja, die Mannschaft ist super, das Trainerteam, also das passt alles. Du bist jetzt ein Jahr hier. Was macht der SSV Jahn mittlerweile für dich aus? Ja, ich bin jetzt ein Jahr hier und man sieht schon, also letztes Jahr hat man schon gesehen, wo man was machen kann. Und in diesem Jahr haben wir schon sehr viel gemacht mit dem neuen Rasenplatz. Und das macht auf jeden Fall richtig Spaß, da mitzumachen und den Jahn halt dabei zu unterstützen. Wenn du an die vergangene Saison zurückblickst, welche Momente stechen da heraus? Ja, das 3-0 zu Hause gegen Düsseldorf, wo wir da zurücklagen und dann noch 4-3 gewonnen haben, war auf jeden Fall so ein Moment, was ich auf jeden Fall nicht vergessen werde. Das gab es jetzt auch nicht oft in meiner Karriere, dass wir ein 3-0 gedreht haben. Und ja, das Klassenerhalt mit der Mannschaft, das war halt enorm wichtig. Das haben wir auch richtig gut gemacht mit dem Tabellenplatz 5. Und ja, das hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht letzte Saison. Und jetzt steckt ihr mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison schon wieder. Bist du zufrieden mit dem aktuellen Stand? Ja, also momentan läuft es ganz gut. Keiner ist verletzt, wir machen es ganz gut. Und ja, jetzt müssen wir noch die Spritzigkeit ein bisschen reinbekommen. Jetzt am Wochenende gegen Sandhausen und nächste Woche geht schon los. Nächste Woche, genau, also am 4. August geht es dann los gegen den FC Ingolstadt. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, sehr, sehr. Vor allem mit dem Heimspiel zu beginnen ist absolut geil und wir freuen uns alle drauf und sind alle richtig heiß. Und ja, kommende Spielzeit, was habt ihr euch vorgenommen? Also ihr als Mannschaft und du auch persönlich? Ja, als Mannschaft, dass wir auf jeden Fall die Klasse halten, wieder eine gute Runde spielen und dass man den Jahn halt nicht unterschätzen soll, ne?